Hallo liebe Mercedes-Benz-Freunde, hier ist wieder euer Martin Magröll, Produktexperte aus dem Autohaus Endres hier in Oranienburg. Und wir haben natürlich heute wieder ein neues YouTube-Video für euch vorbereitet. Und zwar geht es um eine Kundenfrage, die ich jetzt schon öfter wieder gehört habe. Und zwar, wie kann ich in einem Auto mit TV-Tuner die privaten Sender wiedergeben? Ja? Jetzt zum Beispiel bei der S-Klasse, beim GLS, habe ich ja, wenn ich den TV-Tuner einschalte oder aktiviere, ein schwarzes Bild zum Beispiel beim Pro7-Sender. Ja? Zum Beispiel. Und wie kann ich das freischalten und wie ist da der Werdegang? All diese Fakten erkläre ich euch jetzt in diesem Video. So, im Intro habe ich euch ja schon erzählt, um was es geht und jetzt zeige ich euch den Weg, wie ihr da hinkommt. Und zwar stellen wir uns das mal vor, wir sitzen jetzt in der S-Klasse, aber wir haben jetzt leider keine Dame-TV-Tuner, deswegen machen wir das mal trocken über diesen Bildschirm. Wir sind jetzt im MBUX-Menü, wie ihr schon seht. Wir gehen jetzt mal auf den Punkt Medien. So, dann sind wir hier in diesem Menüpunkt, da haben wir oben Bluetooth, TV und USB. Wir wollen natürlich zu TV gehen. Ja. Und da sehen wir jetzt schon so ein paar Sender, die wir gerade empfangen. Und ZDF könnt ihr wunderbar abrufen, ja, weil das ein öffentlicher Sender ist. Und dafür müsst ihr im Prinzip nichts bezahlen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Vox gehen, da werden wir, wie ihr hier in dem Beispiel seht, oder auch Pro7, werden wir kein Signal haben, wie ihr schon seht. Ne? Also keine Signalstärke. Woran liegt das denn? Ganz einfach. Wenn ihr euch auch einen Fernseher kauft jetzt zum Beispiel, ja, der bringt euch gar nichts ohne ein Abonnement beim Anbieter, der euch diese Sender freischaltet. Weil Pro7 oder auch Sat1 ist ein privater Sender. Das heißt, man muss Geld bezahlen. Ja. Man hat zwar die Plattform im Auto verbaut, klar, um das zu empfangen, aber trotzdem muss man, um diese Sender zu empfangen, bezahlen. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ihr habt im Handschuhfach ein CI-Schacht verbaut, ja, mit einem Kartenschlitz. Das heißt, das ist verbaut, aber ihr braucht ja noch eine Karte. Und da kauft ihr euch einfach ein ganz normales CI Plus Modul. Ja, hier haben wir jetzt eins von Freenet abgebildet. Und das könnt ihr ganz normal bei Mediamarkt oder bei Amazon bestellen. Das kostet auch nicht viel, 80 Euro ungefähr. Und über dieses CI Modul kann ich die Sender empfangen, aber mir fehlt noch was. Und zwar brauche ich noch ein Abonnement, ja, bei zum Beispiel Freenet. Ne? Das heißt, wenn ihr die Seriennummer von diesem CI Plus Modul Freenet weitergibt per Telefon, dann können die over the air im Prinzip diese Sender freischalten für euer Fahrzeug und ihr könnt in der S-Klasse oder im GLS auch Sender oder die privaten Sender empfangen und auch schauen. Ja? Und das ist im Prinzip der Werdegang. Wie gesagt, wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare unter diesem Video und ich hoffe, ich habe es ganz gut erklärt, aber ich denke mal, damit werdet ihr klarkommen. So, jetzt sind wir am Schluss dieses Videos wieder angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht konnte ich auch ein paar Kundenfragen wieder klären. Wenn nicht, dann schreibt das bitte gerne nochmal in die Kommentarleiste rein. Und ansonsten haben wir auch ein Video über den neuen EQA gemacht. Ja? Verlinken wir euch jetzt hier in der Infobox. Also wer Lust hat, sich das anzuschauen, gerne raufdrücken. Und ansonsten abonniert uns auf Instagram, Facebook, Twitch und YouTube. Und der Schluss ist wie immer Hashtag Team Endres.